Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Iloncello. Heute häkeln wir zusammen ein neues Häkelmuster Nummer 26. Alle meine Häkelmuster versuche ich nach der Buchbeschreibung zu häkeln. Die Häkelbuchautorin schlägt vor, dieses Häkelmuster mit zu einer sogenannten zusätzlichen Reihe zu häkeln. Ich habe mir schon so eine zusätzliche Reihe gehäkelt, also einmal Luftmaschenkette und dann die zusätzliche Reihe. Ich fange schon an. Erste Reihe, eine Luftmasche. In die erste Masche ein halbes Stäbchen häkeln. Faden umschlagen. Einstechen. Faden holen. Jetzt haben wir drei Schlingen auf der Häkelnadel, Faden holen und durch alle drei Schlingen ziehen. Diese Masche überspringen und in die folgende Masche wieder ein halbes Stäbchen häkeln. Und jetzt zurückgehend in die übersprungene Masche, genau in diese Masche, häkeln wir auch ein halbes Stäbchen. Faden holen, in diese Masche einstechen, Faden holen und durch drei Schlingen Faden ziehen. Jetzt vorher gemachtes halbes Stäbchen überspringen, eine Masche überspringen, und hier ein halbes Stäbchen häkeln. Jetzt in diese übersprungene Masche auch ein halbes Stäbchen häkeln. Ein halbes Stäbchen vorher gemachtes überspringen, eine Masche der Vorreihe überspringen. Und in die folgende Masche wieder ein halbes Stäbchen häkeln. Jetzt wieder zurückgehend in die übersprungene Masche der Vorreihe, wieder ein halbes Stäbchen. Ein halbes Stäbchen überspringen, eine Masche überspringen und in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Jetzt wieder zurückgehend in die übersprungene Masche ein halbes Stäbchen. Ein vorher gemachtes halbes Stäbchen überspringen, eine Masche der Vorreihe überspringen und in die nächste ein halbes Stäbchen häkeln. Und wir wiederholen es fortlaufend bis zum Ende dieser Reihe. Also zurückgehend in die übersprungene Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen. Im Moment sieht es so aus. Und so werde ich die ganze Reihe häkeln. Ein halbes Stäbchen überspringen, eine Masche der Vorreihe überspringen. Und in die nächste Masche ein halbes Stäbchen, in die übersprungene Masche der Vorreihe auch ein halbes Stäbchen häkeln. Vorher gemachtes halbes Stäbchen überspringen, eine Masche der Vorreihe überspringen und in die nächste Masche ein halbes Stäbchen. Zurückgehend in die übersprungene Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen. Vorher gemachtes halbes Stäbchen überspringen, eine Masche der Vorreihe überspringen, in die nächste Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen. In die übersprungene Masche der Vorreihe
ein halbes Stäbchen. Es sieht so aus, als ob wir die halbe Stäbchen gekreuzt hätten. Jetzt wieder in die übersprungene Masche ein halbes Stäbchen. Ich bin schon am Ende der Reihe. Jetzt schaue ich mal, was hier kommt. Am Ende der Reihe ein halbes Stäbchen in die zuletzt übersprungene Masche häkeln. Und da ich noch hier eine Masche habe, dann werde ich noch hier ein halbes Stäbchen häkeln. Ich werde jetzt ein bisschen schummeln. Hier mache ich noch ein, in die letzte Masche noch ein halbes Stäbchen. Und dann in die Masche, in die vorletzte Masche werde ich auch noch ein halbes Stäbchen häkeln, damit es am Ende der Reihe die zwei halbe Stäbchen sich kreuzen. Und so sieht die erste Reihe von dem Häkelmuster Nummer 26 aus. Ich schau mal was weiter. Aha, die erste Reihe wird jetzt fortlaufend wiederholt. Die zweite Seite sieht so aus. Dann mache ich jetzt mit euch die zweite Reihe auch. Eine Luftmasche. In die erste Masche ein halbes Stäbchen. Und jetzt werden wir alles wiederholen. Eine Masche übergehen, in die nächste Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen häkeln. Und jetzt zurückgehend in die übersprungene Masche ein halbes Stäbchen häkeln. Wir häkeln jetzt genauso wie in der ersten Reihe. Volles gehäkeltes halbes Stäbchen überspringen, die Masche überspringen und in die folgende Masche ein halbes Stäbchen, in die übersprungene Masche der Vorreihe auch ein halbes Stäbchen und jetzt wieder das Stäbchen überspringen, eine Masche überspringen und in die nächste Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen, in die übersprungene Masche der Vorreihe ein halbes Stäbchen. Jetzt guckt ihr einfach, wie ich es weiter häkle. Hier habt ihr auch alles auf dem Bildschirm aufgeschrieben. Ich zeige euch einfach, wie ich die zweite Reihe zu Ende häkle. Ich finde, dass dieses Muster ganz einfach zu häkeln ist. Wenn man schon in den Rhythmus kommt, dann geht es. Man kann mit dem Häkelmuster viele Sachen häkeln. Die Buchautorin schlägt vor, dass man dieses Muster richtig gut für Kinderpullis und für Damenpullis und Blusen verwenden kann. Auf diese Weise häkeln wir alle nachfolgenden Reihen auch. Hier in die letzte Masche
der Vorreihe werde ich auch ein halbes Stäbchen häkeln. Und als letztes halbes Stäbchen in diese übersprungene Masche häkeln. Es wäre eigentlich alles, wenn es um dieses Häkelmuster geht. Dieses Häkelmuster ist ganz schön, eine Seite und die andere Seite. Dieses Häkelmuster kann man horizontal und vertikal benutzen, je nachdem, was man für Projekt hat. Gleich werdet ihr auch Beschreibung zu diesem Häkelmuster sehen. Dann könnt ihr euch Video anhalten oder diese Beschreibung einfach irgendwo aufschreiben und dann schon häkeln. Ich werde noch ein paar Reihen häkeln und zeige ich euch gleich, wie es so aussieht. Nach noch ein paar gehäkelten Reihen sieht dieses Muster so aus. Ist so schön gelöchert. Wenn man locker häkelt, wird wirklich für Sommer Shirt passen. Es häkelt sich ganz toll. Dieses Muster ist wirklich sehr schön, gefällt mir und ist einfach zu häkeln. Ich verabschiede mich schon von euch. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß mit euren Projekten. Tschüss!